Wir müssen reden. Zettel noch eigentlich noch? Nee, habe ich weggeworfen, Mann. Ach so. Sorry, Alter. Aber wir müssen reden. Hört mal zu. Ich krieg Anrufe von den Cops wegen den Crips. Ja. Die wollen wissen, wo die sind. Und jetzt habe ich gerade mal angerufen bei Vince. Und ist ein bisschen schlecht. Anscheinend ist da nicht mehr viel übrig von. Scheiße. Was? So. So, Verfütterungsscheiß. Oh, was? Krokodile wohl. Jetzt ist die Frage, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich das, also ich glaube, es ist geil, weil das für das Chapter halt geil ist. Es ist gleichzeitig aber ein bisschen risikoreich. Wir holen die Krokodile, ziehen ihnen eine Leine an und gehen damit ins PD. Nee, wir gehen zu den Rough Riders mit den Krokodilen. Nee. Wir gehen zu den Cops und sagen, wir haben Gast getötet. Dafür, dass er die Crips getötet hat. Moment, ich habe den geilen Teil noch nicht verstanden. Ja. Das wird abgedruckt. Und dann hätten wir den mächtigsten Mann der Stadt umgebracht. Was ist, wenn er wiederkommt? Tja. Ja. Dann sind wir gefickt. Ja, man kann es auch noch stellen. Ganz dumm da. Ja, wenn er wiederkommt, dann legen wir ihn halt um. Ja gut, wenn die Geschichte so ist, dass er irgendwie überlebt haben könnte, ist es ja... Schwierig, aber das ist ein Scheißplan. Ich verstehe es ja. Das Abschließen, ne? Aber wenn ich jetzt die Kopfzeit einfach sage, ja, die sind tot. Ja, die bohren trotzdem weiter. Ja, genau. Die wollen dann wissen, woher wir das wissen. Aber dann stellen sie uns Fragen, ja. Wir müssen uns ja unsere Aussagen abstimmen, DC. Wir müssen alle das Gleiche sagen, ja. Wieso? DC soll reden und wir halten die Schnauze. Die werden uns einzeln verhören. Ja, so funktioniert das nicht. Die werden dann alle einladen und vereinzelt verhören. Ja, Stück für Stück. Warum haben wir den Gast getötet wegen die Clips? Und wie haben wir es herausgefunden? Verstehst du? Das fragen die. Dann bohren die so lange, bis sie alles haben. Gut, wir können ja die Story von vorn bis hinten so erzählen, wie sie gewesen ist. Bloß das Ende ist halt, wir haben ihn erwischt. Aber ich verstehe immer noch nicht. Naja, hat halt einer überlebt bei den Crips und der ist aber jetzt abgehauen und... Wir können doch einfach sagen, dass die sie ein SS bekommen hat von Six oder so. Eine Nachricht, Dex bekommen hat. Dex abkommen. Wir könnten sagen, Alter, dass Six nochmal eine SMS geschrieben hat an uns. Ja, sagen, er fährt zu Gas an dem Abend, ja? Richtig, und da ist er eben aufgetaucht. Ja, und wir können auch sagen, Gas hat das Ganze zugegeben. Eben, und dann haben wir abgeknallt, einfach weil wir es können. Ja. Kann ja keiner nachvollziehen, ob er das hat oder nicht. Dann muss ich nur ein Ohr abschneiden von irgendjemand von euch. Hä? Warum? Ich weiß nicht, wir können ein Ohr haben. Ich bin betrunken, ich mach das. Guck mal, da kommt jemand. Ja, gut. Für ein Ohr. Aber wir stehen da wirklich dichter, wenn der wieder auftauchen sollte, ey. Ja, das ist das Problem. Das sollte man jetzt nicht außer Acht lassen. Ja gut, dann hat er halt irgendwie überlebt, ne? Dann verlieren wir absolut unser Gesicht, so, ja, dann. Wir haben den da blutend zurückgelassen? Im Haifischbecken? Alter, wir können halt diese Six-Sache und so nicht anders erklären. Warum rufen die dich überhaupt an? Ja, vielleicht, weil ich denen vorhin ein bisschen was zugearbeitet habe. Und jetzt sollst du den Rest der Polizeiarbeit auch machen. Nee, aber wie kommst du an den... Natürlich rufen die uns an, Alter. Wir sind doch deren Freunde gewesen, Mann. Ja, klar. Ich würde uns auch anrufen. Wenn die wir... Ey, ja. Ich hätte genau dasselbe gemacht, ja. Wenn ihr nicht da wäre, wäre ich auch so der Six gegangen, ja. Das ist einfach der logische Weg, ja. Wir hätten wahrscheinlich auch Six angerufen, wenn wir das Problem gewesen wären oder andersrum. Richtig. Weißt du?
Ja, und was ist, wenn wir sagen, wir haben den in den Dreck liegen lassen? Er war so gut wie tot, aber wenn er halt wiederkommt, oder wir sagen halt, der, ne, der ist gestorben, aber wenn er ja, wiederkommt, dann hat er sich halt irgendwie aus der Scheiße nochmal rausgerettet. Mit irgendeiner Hilfe. Genau, wir sind zu ihnen auf die Yacht gefahren und haben da erschossen. Also, blutend liegen lassen. Wir sollten das nicht alle machen, wir sollten das einzeln machen. Warte mal. Aber wir brauchen eine Story. Ja, das ist... Ja. Das ist egal, Problem ist, pass auf, das Problem ist folgendes. Wenn wir das alle gemacht haben, dann stehen wir vor der Verurteilung kriminelle Vereinigung. Oh, ja. Dann machen die uns, ist der Zeitpunkt, ja. Dann machen die uns die Scheiße hier auch ja, dicht. Dann mit machen wir es hier dicht, genau. Fuck. Deswegen. Dann können wir kein legales Geschäft führen. Da ist nämlich der Schnaps weg und dann noch mit dem Bike. Dann haben wir erstmal keinen Standfuß mehr. Darum, bleib mal ruhig. Ja, ich habe kein Problem damit reinzugehen. Du wirst ein Scheißton, Alter. Du bist ja kaum draußen. Wie willst du da noch reingehen? Naja, eben. Alter, nee, vergiss es. Aber ich bin nicht in irgendwelchen Geschäften involviert, die dann stocken. Wir sind jetzt auch gar nicht irgendwelchen Geschäften involviert. Das gesamte Geschäft ist mit dem Wichser gestorben. Verstehst du? So ein Ding ist das. Vielleicht sollten wir Schritt für Schritt machen. Bevor wir sagen, wie, ist erstmal die Frage, die einzige logische Schlussfolgerung, das zu machen, ist, wenn wir denen erklären, wie es das gesamte Dings ist. Das bedeutet, dass wir nur sagen können, dass die tot sind, weil wir wissen, dass die tot sind, weil wir den Wichser, der es getan hat, halt umgelegt haben. Ja. Und wenn wir das alle machen, das geht nicht, das steht außer Frage. Aber erstmal grundsätzlich. Anders wird das halt nie aufgeschlüsselt, Mann. Das wird nie aufgeklärt, Alter. Und sie hat immer im Fokus auf uns, ja. Die werden uns immer wieder anrufen, Alter. Uns immer nerven. Richtig. Außerdem fahren die dann herum, Alter, stochern rum, suchen alles Mögliche, Mann. Wer weiß, was die sonst noch finden, wenn die sich auf dem Weg zu dieser Durchsuchung von den Dings befinden, Mann. Was, wenn die Rough Rider das einfach waren? Ja, die stehen das aber nicht. Das macht ja auch keinen Sinn. Ey. Das Problem ist, ja, wer weiß, was sie, was wir jetzt wissen, ja, über uns, was Kerstin erzählt hat. Ja. Dass sie uns nicht irgendwie reinziehen, ja. Rex ist losgefahren mit dem Boot und hat Gas gejagt und dann ist er irgendwie hektisch gegen das Ding und ist untergegangen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, weil Rex übelst auf dem Boot sitzt. Rüber geschwommen. Okay. Also, grundsätzlich hört es sich ja erstmal so an, als wäre das eine Idee, die wir verfolgen könnten, oder? Ja. Damit wir das erklären können, alright? Ja. Ist halt bloß die Auslegungssache zu klären. Aber das ist Zugabe von Mord. Was gibt's denn dafür? Ich würde sagen, 2000 Strafeinheiten, so wie ich das letzte Mal bei dreifachem Mord gehört habe. Mhm. Und dann drehen die dran und machen lebenslänglich draus oder so ein Scheiß. Ey, das... Ah, ich glaube nicht. Mann. Ich glaube auch nicht, Adam. Warum würde Gus die Crips nur töten? Die haben den abgezogen. Nee, die Crips sind hinterher gekommen, dass Gus mit den Ruffs zusammenarbeitet. Mit den Ruffs zusammen Waffen machen. Und die dadurch bekriegt wurden. Und dann haben wir beide weg. Absolut. Okay. Das ist genau das Ding, Alter. Die Sache ist die, was wissen die wirklich, die Cops? Na, die wissen, dass hier Vollautomatische im Raum stehen, weil ihre eigenen Leute davon betroffen waren. So, das die suchen die ganze Riders. Zeit danach. Ja. Und jetzt sagen wir einfach, ja, die haben die handfesten Beweise gehabt, die Rough Riders und Gus haben zusammen die Waffen in Umlauf gebracht und dafür mussten sie sterben. Ja. Ich würde einfach sagen, sie hatten die Vermutung... Das hat dazugegeben, als wir ihn lang gemacht haben. Bam! Ich,
Ich würde sagen, sie hatten die Vermutung, wollten Gast zur Rede stellen, das Ganze ist eskaliert. Wir haben das als Schuldeingeständnis von Gast gesehen und vermuten deswegen. Ja, vermuten ist schon wieder scheiße. Ja, aber nee, jetzt... Nee, wir haben diese SMS davor. Pass auf, und das ist der Grund, warum ich sage, dass wir zumindest darüber reden sollen. Also, die Story ist folgendermaßen. Six hat uns am Freitagnacht, hat mir eine SMS geschrieben. Steht drin, wir sind im Treffen mit Dings, wir haben das und das rausgekriegt. Falls es Probleme gibt, bla. Dann ist das passiert, wovon wir wissen, dass passiert ist. Und wir haben uns über die Tage danach darum gekümmert, ihn zu schnappen. Und wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn an unsere Ecke oben in Bowen gesetzt. Und haben ihn mehr oder weniger die Scheiße aus dem Leib geprügelt und er hat uns das alles gesagt. Da, wo die Container ankommen, oder was? Ja. Bei unserer Containerscheiße. In diesem kleinen Yachtbereich da. Nicht bei unserem Zulauf, sondern einfach ein paar Teile vorher, weißt du? Ja. Ja, so ein paar, wir haben ja so ein paar Sparten, die da drin sind. So. Und als er das zugegeben hat, haben wir ihm das Ding ausgemacht und wir sehen jetzt halt keine. Oder wir nehmen einfach die Baustelle oben in Bowen. Ah, nee, die Baustelle nicht. Das mit dem Hafendings gefällt mir besser, weil wir ihn dann einfach ins Meer schubsen können. Und der wurde wohl bei dieser komischen Ölplattform angespült. Okay. Könnte ja auch sein. So wird ein Schuh draus. Ja. Und gleichzeitig ein Strick für den Rough Riders. Ja. Richtig, weil da was zu finden ist. Aber ich spreche das vorher mit Vince ab, Alter. Mach mal. Ja, bitte. So, hast du eine Sekunde? Ja. Okay, dann hör kurz zu. Die Cops gehen mir auf den Sack, weil die ja wissen, dass die Blauen und wir gut miteinander waren. Die fragen ständig, was da jetzt ist. Ich habe heute den Artikel gelesen, dass irgendwie diese Liberty Times hat da irgendwas berichtet. Ja. Woher haben die die Info? Von der Jahreskonferenz dieser... Ja, genau. Jahreskonferenz dann nochmal? Jahreshauptversammlung. Ja. Wurde extra unterbrochen dafür. Da muss ich dir aber auch noch was zu sagen. Ich habe mich darum gekümmert, ne? Das ist halt der offizielle Artikel und der inoffizielle, ne? Es geht jetzt halt darum, dass sie mir aufhören, auf den Sack zu gehen, Alter. Was ist denn deine Idee jetzt? Erzähl mal. Naja, die Idee ist, dass ich sage, ich habe den gekillt. Du den? Naja, oder wir halt. Aber erstmal einer von uns. Und dann? Naja, dann ist das bekannt. Und die Leute hören auf... diese Vermutung aufzustellen, dass die zurückkommen. Dass wer zurückkommt? Gustavo? Nein, die Crips. Die denken halt, die sind einfach irgendwo im Urlaub, Alter. Keiner verabschiedet sich von nichts. Die denken, die wissen nichts. So. Ich verstehe. Nee, easy. Ist ja absoluter Schwachsinn. Wieso? Ich könnte damit auch noch ein anderes Ding machen, Alter. Was denn? Wenn ich am Freitag eine SMS von den Sixern bekommen habe, dass sie sich mit dem treffen, die niedergemacht wurden, so wie es bleibt, und wir uns Gas geschnappt haben und aus dem rausgequetscht haben, dass er mit den Ruffs zusammen die Waffen macht, wenn das zufällig an die Polizei kommt, bist du aus dem Schneider, Alter. Du weißt, dass mir scheißegal ist, ob ich aus dem Schneider bin oder nicht, ne? Naja, aber dann sind nicht aus. Da geht es nicht weniger um persönliche Sachen, dann geht es eher um die Tatsache, dass aus sehr vielen losen Enden eine geradlinige Sache wird und die aufhören, in allen möglichen Richtungen rumzustochern, Mann. Also um Gustavo haben sich die Ron-Leute gekümmert, ne? Die Eule. Das ist einfach so. Leute von Ron haben sich um den gekümmert. Alright. Da kam ich nicht mehr dran. Das heißt, das können wir. Okay, dann geht es nicht darum, dass wir den getötet haben, sondern dann haben wir ihn halt einfach aus ihm rausgepresst, haben ihn da liegen lassen und er ist geflüchtet und wurde auf der Bohrinsel erledigt. Ja.
Schiff, ne? An der Bohrinsel. Ja, ja. Genau. Alright. Gut. Ich wollte das nur mit dir absprechen, okay. Dann mache ich das so, dann ist da nicht gleich so ein Mord drin, sondern es ist halt schlüssig. Okay. Was muss ich beachten, wenn die mich... Gar nicht. Du hast keinen, du hast keine Ahnung. Mit dich erwähne ich nicht. Okay. Alles klar. Alles klar, bis dann. Du weißt Bescheid. Besser. Die Geschichte, wo du sagtest, wir haben den einfach liegen lassen und das hat Roxy, glaube ich, gesagt. Mhm. Das ist das Ding. So machen wir das. Weil dann können wir erklären, warum der auf der Bohrinsel tot gefunden wurde. Denn Vince hat mir gesagt, die haben das wirklich auf der Bohrinsel zu Ende gebracht, Alter. Der ist fucking tot. Was? Ja. Bitte. Gut, dann kommt er auch nicht wieder. Ja, yeah. Damit ist es kommt dann. Kommt auch nicht wieder. Ha. Okay. Ja, so würde ich das machen, Alter. Und dann geht keiner für Mord rein, sondern nur als Erklärung. Wir haben ihn halt vielleicht schwere Körperverletzungen oder so ein Scheiß. Dann, ja, wir haben das halt aus dem Haus geprügelt oder so. Ja, ja, dann werden die aber nicht uns alle befragen. Ja. Dann ist das so. Dann ist das so. Ja. Wichtig ist nur, dass ihr den Ort... Wichtig ist, davon eh machen. Wichtig ist, dass ihr nur den Ort kennt. Und das ist unser... Und das ist unsere Parzelle. Die neben den Containern, direkt daneben. Weißt du, wir haben ja die Container und die links daneben direkt. Ja. Wo sind das? Bei wo wir die Bikes holen. Na los, dann setzen wir uns ins Auto und fahren nochmal schnell hin. Genau, wir fahren halt. Weißt du schon wo? Naja, sicher ist sicher. Nicht, dass die auf die Idee kommen. Du hast doch die Container und dann hast du doch diese ganzen Halbbögen da, wo. Ich würde hinfahren. Und dann können wir genau sagen, da war er und da ist das. Dass alle auf den gleichen Punkt zeigen. Ja, dann machen wir das. Na gut, dann machen wir das. Gut, ja. Ich gehe erst nochmal pissen. Ja. Aber lass mit Autos hinfahren besser. Ja, genau, wir fahren mit den Autos. Ja, toll. Und wenn die es ganz genau wissen wollen, wer jetzt wirklich zugeschlagen hat, dann erfahren wir das heute nicht. Ja, das ist echt. Nein. Ich bin das. Ja, ja. Wichtig ja, okay. Ist nicht, dass irgendwer anders, sondern dass halt. Dass das logisch erklärt wird. Und dann ist gut. Ja? Immer auf Einzelpersonen beziehen und so. Also du hast ihn zusammengeschlagen. Genau. Ja. Wann haben wir das gemacht? Gestern. Was denn, dann können wir uns vor Ort die ganze Geschichte mal ausdenken. Schritt für Schritt. Wann ist er denn gestern? Gestern. Ja. Nee, vorgestern. Nee, gestern. Gestern ist er doch abgereist. Ja, also er ist abgereist genau nachdem wir Dings hatten. Das heißt, es ist alles gestern passiert. Okay. Aber du weißt ja nicht, Artikel ob ja heute kommt, noch weißt, einer gesehen hat gestern dann. Genau, macht das aber gar keinen Sinn mehr mit vorgestern. Genau, vorgestern kannst du halt nicht machen. Hm. Das heißt, wir kriegen keinen Rabatt mehr bei Tiger Nuts, oder? Nee. Was? Ja, da muss man mal drüber reden. Ja, also, wenn es jemand anderen gehört, vielleicht. Jo, dann bereite ich die schon mal vor. Ja, du solltest so nach 15 Minuten vielleicht im PD sein. In 15 Minuten? Ja, so ungefähr. Einfach nur, dass du da im Büro umhängst, damit die Leute nicht lang nach der D2-Ermittlern suchen müssen. Ich kann auch irgendwo hinkommen. Nein, das brauchst du nicht. Okay. Hochoffiziell. Wird ein bisschen, wird ein paar lose Enden aufkleben. Naja. Okay, vielen Dank. Gut. Ja, ein Tulip nehmen wir. Ich glaube, wir nehmen zwei Tulips einfach, oder? Jo. Alright. So, dann fahren wir mit zwei Tulips. Nimmst du den anderen? Ich nehme den hier. Oder nee, ich nehme den anderen. Da habe ich keinen Schlüssel. Gehört, die Coolen sitzen in diesem Auto. Ja. Die Coolen und DC.
Die kleinen Wichser da dran. Ja, dann ist das auch halb so wild, oder? Boah, haben wir auch eine Uhrzeit ungefähr? Ja, in 15 Minuten. Nee, ich meine, wann das gestern war. Das sind immer so die Sachen, die wahrscheinlich fragen und dann können es halt irgendwie... Ja, so nachts halt. Ja. Das ist ja kein Problem. Also wir können ja sagen, wir sind Biker, wir haben das jetzt nicht so mit Termin. Ja, das ist ja kein Problem. Die werden euch auch nur... Es war dunkel. Die werden euch auch nur fragen wegen der Scheiße. Wart ihr da? Und dann, ja gut, das ist so weiter. Ich werde da einfach reinstolzieren und sagen, hier, so sieht's aus. Wichtig ist halt nur, dass wir da nicht einfach als Gruppe auftauchen, weil die dann immer mit diesem Gruppending kommen, Mann. Und sobald die uns zu einer kriminellen Vereinigung machen, ist es wirklich, wirklich schlecht, Alter. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt Wichser genug sind, das jetzt zu versuchen. Und dann halt trotzdem alle vorladen und sagen, ja, halt, ihr wart dabei. Ja, das geht halt, es geht halt eher darum, dass es nicht irgendwie von einem Richter oder so fehlgeleitet wird, weißt du? Ja. Die machen das halt anders dann. Was denn jetzt? Ja, am besten hier so. Weißt du? Die zweite direkt. Ach klar. Hier ist doch ganz gut, oder? Ja, wir machen das hier. Steig nochmal aus. Komm hin, Honkora. So. Also, folgendes. Ich habe denen schon Bescheid gesagt, dass die da sein sollen. Da das jetzt hier nicht um Mord geht oder so ein Scheiß, ja, gehe ich da einfach rein, sag, wie die Sache abgelaufen ist mit der Schlägerei, dass der uns das gesteckt hat und dass die halt so eine Scheiße machen. Und dann werde ich das, die schwere Körperverletzung wahrscheinlich kriegen und so ein Scheiß. Und dann ist gut. Wichtig ist, dass wir da nicht als Gruppe reingehen, damit die nicht anfangen, hier kriminelle Vereinigungen zu machen. Naja. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil ansonsten können wir uns von einem Scheißladen verabschieden. Das darf nicht passieren. Das müssen wir abwenden. So. Und auch nicht irgendwelche komischen Sachen. So. Okay. Alles klar. Irgendwelche Einwände? Ich denke mal, das ist... Wirklich. So läuft das dann relativ sauber ab. Und dann stochern die nicht irgendwo rum. Ja, sollen wir dann überhaupt alle fahren? Nee. Ich werde jetzt... wird mich eine Karre absetzen. Ich gebe jetzt hier gleich Rex oder Roxy den Schlüssel für mich. Und dann... ihr fahrt zurück zum Hof. Und Rex und Roxy setzen mich da einfach ab. Meinst du, dass du da alleine hingehst? Naja, das ist... Ich meine, jetzt vielleicht war ich halt einfach noch mit, weißt du? Nee, Alter, Hauptsache, ich werde da abgesetzt. Das ist mir scheißegal. Nee, ich meine jetzt bei der Aktion. Ihr seid da gewesen. Wird denen schon klar sein, dass nur er war? Okay. Da gewesen? Nee, klar. Achso, gut. Nee, das klang jetzt so, dass er das alleine durchgezogen hat. Nee, das nicht. Nein. Es geht nur darum, dass ich da auftauche und... Die natürlich dann Fragen stellen werden, aber wir zumindest wissen, okay, hier so und so sieht's aus. Alles klar. Alright. Also du sagst auch einfach nicht, wer dabei war und dann ist genau. Das eh nochmal eine Frage, wen die da alles noch dazu wollen. Genau. Ne? Genau. Okay. Na dann. Okay, ihr haut jetzt zurück. Rex und Roxy fahren mich dahin. Ich melde mich dann einfach. Willst du vorne sitzen? Nee, der sitzt da hinten. Ja, klar. Cool, sitzt doch vorne, das weißt du doch, Roxy. Ihr kleinen Wichser. Na, schicker. So, Rex, jetzt lass uns mal den Alten bei der Polizei ausliefern. Ja, richtig. Kopfgeld ja bekommen, ha? Ah.
Ich glaube, ich lasse meinen Sabre ein bisschen blau machen. Ich habe auch einen. Mhm. Midnight Blues, geil. Mhm. Und wir denken, wieder blau. Hinter uns übrigens, Cops. Ah ja, frage ich mich nur, ja. Perfekt, Digga. Ja, ja. Wir sind gleich am Ziel. Ist hier noch was? Weiß ich nicht. Es sieht abgesperrt aus, ne? Ja, kannst mich einfach da hier rauslassen. Ach, da fragt man sich wirklich, Frau. Gut. Grüße. Bis dann. Da kann man ihnen helfen oder wird ihnen schon geholfen? Nee, noch nicht, Alter. Ich warte jetzt hier auf den Officer, der mein Anliegen hier annehmen kann, wa? Haben Sie gerade eben schon die Leitstelle angefragt? Nee, ich stand jetzt niemand. Ach so, ja, gut. Was kann ich denn für Sie tun, Sir? Naja, ich muss mal mit Ermittlungseinis irgendwie reden über eine. Ich glaube, dass es bei euch eine offene Sache war. Also, ich weiß nicht, wer das bei euch macht. Hier, DTU und so ein Scheiß. Ja, genau. Ja, vielleicht die. Vielleicht wieder ein bisschen Blödsinn gemacht, weißt du? Ja, das, ich werde mal da vorne fragen. Da ist jemand für Sie? Ja. Hey, kommen Sie. Viertelstunde ist aber noch nicht um. Nö, es ging alles ein bisschen schneller. Der Typ, der mich gefahren hat, ist total irre. Oh, okay, sehr gut. Wollen wir in die Zelle oder in den Verhörraum, oder? Naja, das ist besser für Sie. Für Hörraum war, ist mir egal. Weiß ja nicht, ob Sie irgendeinen Schein wahren müssen oder sowas. Nee, ich glaube nicht mehr. Okay. Mr. DC, was gibt's? Der ist irgendwie mit dem Anwalt hier. Das ist jetzt hochoffiziell, ja. Es ist wirklich hochoffiziell. Es ist wichtig, dass es hochoffiziell ist. Okay, dann wird es hochoffiziell sein. Dann schreibe ich auch mit. Six, AK, Destiny und die sind tot. Alle. Okay. Die sind Freitagnacht gestorben. Von der Nacht von Freitag auf Samstag. Freitag auf Samstag, als sie zu einem wichtigen Termin mussten. Nachts um halb zwei. Genau. Wir sind relativ gut mit denen. Mhm. Und ich kann es nicht ertragen, die ganze Zeit diese Spekulation zu hören, ob die von wegen irgendwie im Urlaub sind oder so eine dumme Scheiße. Sind sie nicht. Die sind tot. Ja. Und die war bei einem Termin. Mit Gas und Komparsen. Er hat so eine kleine Wichsermannschaft um sich aufgebaut. Und da geht es um Waffen. Eine Menge Waffen. Auch illegale, nehme ich an. Die Wichser-Mannschaft hatte immer mal ein bisschen Auseinandersetzung mit denen und hat die halt eingesetzt. Und da hat wohl Antipathie eine große Rolle gespielt und das ist dann, muss dann irgendwie eskaliert sein, keine Ahnung, Alter.
Der hat hier auf jeden Fall umgelegt. Und wir haben die letzten Tage, oder ich speziell, wir haben ihn gesucht. Und wir haben ihn auch gefunden. Und haben die ganze Scheiße, die wir... Er hat sich versteckt in so einer Bude, Alter. Wie eine Ratte. Habe ich einen Tipp bekommen. Haben ihn da rausgeschält. Okay. Können Sie mir das sagen, wo das war? Ich kann Ihnen sagen, wo das Gespräch war. Okay. In Bowen. An so einer kleinen, an so einem kleinen Dockinghafen. Bisschen Schrott. In der zweiten Sparte, linke Seite. Habe ich mir ein bisschen zur Brust genommen. Auf meine eigene Art und Weise. Hm? Achso, Sie jetzt mit dem... Ich Fuentes. Hab mir Gas zur Brust genommen. Und hab ihn verrotten im Dreck liegen lassen. Weil die Erlösung des Todes noch nicht da war. Ich hab einfach noch nicht... Ich war noch nicht fertig. Ja, danke schön, Kollege. Grüße. Allerdings... Grüße, mein lieber Gato. Ist der wohl, rein Sie bitte nicht so rum. Allerdings ist der wohl... zu sich gekommen und ist direkt abgehauen. Ja. Hat's aber nicht weit geschafft. Ja. So wie ich das verstanden habe, ist er wohl auf so einer Ölbohrinsel angespült worden und das war's dann. Das habe ich zumindest der Zeitung entnommen. Ja. Irgendwas war da, ja. Liberty Times. Habe ich gelesen. Die wollten am Sonntag mehr berichten. Ich kann es nicht ertragen, wenn Wichser danach fragen, was jetzt ist, wann kommen die aus dem Urlaub wieder und so ein Scheiß. Die kommen nicht aus dem Urlaub wieder. Wer hat das zu Ende gebracht? Tut mir leid. Ja. Halb so wild. Oder doch? Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Ich hatte diese Crips lieber hier in der Stadt als diese anderen. Wie sie es in der Wichsertruppe. Naja. Auf jeden Fall ist das so das Ding. Der hat auch seine komischen Finger da immer mit den ganzen Knarren im Spiel, Alter. Er und seine Sippschaft da. Naja, diese komischen Wichser da. Ja. Konnten wir nicht beruhen, das Mann. Es war nicht das Chapter gewesen, es war auch nicht das Bike-Ding gewesen, sondern das war. Ja? Das war Nachbarschaft, Mann. Verstehe ich. Ja. Und er hat seine Quittung dafür bekommen. Und jetzt können sie mehr oder weniger das alles protokollieren. Und dann stehe ich dafür ein. Wie ich immer dafür eingestanden habe. Ja? Das ist aller Ehren wert, Mr. Deasy. Auch wenn ich mich von dem Fall Mord distanzieren muss. Aber ich möchte, dass Ihnen eins klar ist. Ich möchte die ganzen Wichser dafür dran bekommen. Nicht nur den Kopf. Ja. Das ist dann ganze Ihr Ding. Bande. Nicht meins. Ich kann dir nur sagen, was da abgelaufen ist. Richtig. Aber ich möchte, dass Sie das wissen. Ja, ja. Okay. Die Leichen haben Sie in einer Wohnung gefunden, der Tipp bekommen haben. Die Leichen habe ich nicht mehr gefunden. Ach so. Das, was der gesagt hat, ist, dass der die... Ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung, Alter. Der hat irgendwie so einen Folterscheiß. Irgendwas hat der.
Okay. Keine Ahnung, Alter. Da brauchen sie nicht nach Überresten suchen, Mann. Säurefass okay. Rein, das war's. Okay. Es wird auch nirgendwo angespült oder so. Oder keine Ahnung. Der Drops ist gelutscht. Verhör Pidira. Nee. Frag man. Also haben die das da zu Ende gebracht, was die Rough Rider die ganze Zeit schon vorher versucht haben? Yes. Ich kann die Details nicht nennen, Alter. Ich war nicht dabei. Ja, dann, ich, nur, ich kann nur das sagen, was der Wichser mir gesagt hat, nachdem ich ihm mehrmals seine Zähnefresse poliert habe. Na, jetzt kommen viele Antworten auf viele Fragen von uns. Ja. Wir haben uns nämlich gefragt, warum führt uns die Spur da gerade zu Mr. Fuentes? Ja. Weil wir suchen für Mr. Cripps, kommen zu Fuentes und zu Waffen. Wie hängt das zusammen? Und da haben sie uns gerade Antworten gegeben. Ich denke, sie wissen auch, dass ihre Aussage hier jetzt ein Gerichtsverfahren mit sich zieht. Ja. Mr. Price, kurz und knapp. Die vermissten Cripps sind tot. Mr. Fuentes hat diese getötet. Mr. DC ist gerade bekannt dazu. Naja. Mr. Fuentes. Naja, ich habe ihn halt nicht, ich habe es halt nicht zur Ende gebracht. Ja. Aber ich habe schon, naja, mein übliches Ding durchgezogen war. Er wollte fliehen, ist dabei scheinbar irgendwie verunfallt und ja, jetzt an einer Ölbohrinsel angeschwemmt worden. Und da kommt der Artikel her. Fuentes und die Rough haben damit vielen Waffen zu tun. Sehr vielen. Und die ganze Sippschaft. Herr DC, eine Frage hätte ich doch tatsächlich noch. Ja. Was ist mit Dex? Wem? Mit Dex. Keine Ahnung. Können Sie mir sagen, ob wir ihn auch irgendwo finden werden oder ob er sicher ist? Ihr werdet ihn nicht finden. Das war jetzt nicht die Frage. Also, was ist meine Antwort? Ich weiß, dass der bei Ihnen war. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie wissen bestimmt auch, dass er Kontakt zu mir hatte. Keine Ahnung, wo sind Sie reden, Mann? 35. Ja. Aber scheinbar. Der wird schon sein Ding machen. Hat das dann geschafft. Dann bin ich beruhigt. Doch, eine allerletzte Frage habe ich doch noch. Was haben diese Smoking Sisters damit zu tun? Die Smoking wer? Die Tätowiererin da unten aus Broker. Keine Ahnung. Zwei Mädels. Bei der weiß ich nur, dass die eine da eine Ex-Freundin ist und das andere, die da zusammenarbeiten. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Wurde auch nicht okay. Erwähnt. Okay. Price, haben Sie noch Fragen? Von Mr. Tucker konnte ich hier jetzt nichts entnehmen. Aber vielleicht sind das genau die Gründe, warum der sich von dem getrennt hat. Klar. Nee, ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann nochmal äußerst genau um Mr. Tucker. Ja. Mr. DC, ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit. Kein Ding, Mann. Wie gesagt, wenn ich irgendwem aufs Maul hau und das irgendwie ein bisschen Wellen zieht, wa? Dann ist das schon schwierig. Kann ich nicht mit umgehen. Will ich auch nicht. Ich habe da immer zugestanden. Ja. Immer. Und das werde ich
sollte ich vor Gericht angehört werden, auch ihn als positiv entgegenbringen. Ja. Yeah. Halb so wild, Alter. Nicht das erste Mal, dass ich sitze. Okay. Alles klar. Wir haben ja alles von Ihnen. Ja. Ich melde mich, wenn ich Zeit habe. Okay, dann können Sie... Ja. Ja. Sag Spencer, kommst du in den Punkt, schmeißen Sie den Lacken ab raus, oder was? Naja. Surprise. Beruhigen Sie sich. Also, Price ist gar nicht beruhigt. Price ist wirklich echt ein Wichser. Echt ein Wichser, ehrlich. Nennt man den auch intern so? Nee. Noch nicht, aber. Er hat einfach ein Empathiegefühl wie ein Amboss. Ach, Empathie braucht er nicht. Ja. Jun? Was wird hier schon wieder umgebaut, Alter? Machen, es ging. Nee, die Streiter Lucky hat keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Gut, dann mache ich die gleich dicht. Absprache mit ihnen. Oder fragen Sie erst den Spencer, ich weiß es nicht. Genau. Da steht drin, dass die Täter wohl geflüchtet sind. Ich weiß nicht, ob da schon die Personalien vorher aufgenommen worden sind, weil wir hatten nur die Zeugen. Mr. DC Manns ist gut. Ja. Du kannst mich abholen. Oder ihr könnt mich abholen. Schön, schön. Schöner. Ja, ja, schön. So, jetzt haben wir da zumindest auch ein bisschen Linie drin. Alle wissen so ein bisschen Bescheid. Und nicht dieses komische Verschwinden. Moin. Hallöchen, DC. Baker, mein Name vom Department of Justice. Ah ja. Ich habe noch eine offene Akte von euch, Strafen ausstehen tatsächlich. Warte, die bezahlt werden müssen, dass das abgesperrt ist, oder? Warte, Ihre Schuhe sind jetzt nicht dreckig. Ich muss mal kurz am Computer. Ist schon ein bisschen was älter. Oh. Und zwar ging es darum, schwere Körperverletzung an der DTU bei Durchsuchung des Lost MCs vom 18.02. Hä, hey, das haben wir doch schon durch, Alter. Dafür haben wir dich da reingesessen sogar. Nicht über die Markierung laufen! Verdammt, der ist jetzt nicht wirklich... Entschuldigung! Gesessen. Meine Gott! Ja, ja, schon. Ich bin mir ziemlich sicher, Alter. Darum wundert mich das. Okay, weil das waren jetzt... ich habe gleich die Akte übernommen, weil einer... Der Burnham ja ausgeschieden ist bei uns. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen um die Altlasten kümmern. Ja. Weil das waren die 2500 pro Person, wo da drin waren. Ja, wir haben das auch in der Gruppe. Also das war halt, ich weiß jetzt natürlich nicht wie, aber da waren so ein paar Leute waren halt dabei. Ja, ja gut, insgesamt waren es 5 Leute von euch. Ne? Genau. Aber das ist so lange her, Alter. Das war doch noch vor der Kirky-Situation. Ja, schon eine Weile her, ja. Ja, das ist alles durch, Alter. Ich weiß ja nicht, was ihr da habt, aber... Okay. Ich würde ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Akten übernommen, nur kümmere mich jetzt drum. Was, wenn du mir vielleicht das sagst? Glaubt ihr das jetzt an der Stelle einfach? Ja. Dann würde ich die zumachen, alles erledigt. Ja, mach zu. Dann schauen wir da. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Jo, dann bis dann. Ciao. Tschüss. Eine alte Akte wegen der Kirky-Scheiße, die sie nicht zugemacht haben. Okay. Ja, wir sind jetzt mal wieder hier vorne. Ich hab grad DC noch abgeholt. Naja, gut. Naja, klar. Gut. Könnt ihr dann mal gucken. Was ist denn da vorne jetzt schon wieder los? Erwarten wir Besuch? Oder ist das Markus? Das ist Markus. Wenn sein Kumpel kauft gerade irgendeine Zombie A oder sowas. Ach so. Du musst hier auf deinen Kollegen warten, oder was? Moin. Na, wie ist? Na, ja, ganz gut. Und euch? Ja, muss ja. Ja. Scheiße, mal wieder wen zusammengeschlagen, ey, die dumme Scheiße. Oh, Mann. Ja, was Mund, ne? Naja, etwa.
Ja, hat er die Kiste jetzt gekauft, ja, ne? Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe nur also, gehört, dass er das, da, dass da jetzt dran rumgeschraubt wird, wahrscheinlich irgendwie, was? Mein letzter Wissensstand war, dass er eine Probefahrt gemacht hat. Achso, okay. Und begeistert war, also steckt mal schön. Naja, gut, warten wir noch ein bisschen. Naja, klar. Braucht ihr noch irgendwie was? Nee, ne? Nö. Gut. Zucker bringst du ja morgen rum, den Rest. Ja, die restlichen 700, naja. Ja. So, ich habe jetzt mit denen geredet, habe denen das alles verklickert, das lief relativ reibungslos. Wenn die, also wirklich. Jetzt hört sich so an, als hättest du gerade einen Apfel am Obststand gekauft. Naja, verdammte Scheiße, Alter, wir mussten ja jetzt irgendwie raus. Ich habe das in meiner neutralen, kühlen Art gemacht, wa? Ja. Na, das ist jetzt nicht so, dass das für die neu ist. Ja. Ich stand letztens auch vor Gericht, weil ich jemanden fünfmal in die Brust geschossen habe und die haben alle gedacht, scheiße, Mann, hier ist Kälte am Raum geworden. So, nee. Ich habe denen das gesagt. Kann jetzt sein, dass die nochmal darauf auf dich zukommen irgendwie, weil sie nochmal Rückfragen haben, aber ich habe deinen Namen nicht mit einem Wort erwähnt. Du hast damit auch nichts zu tun und dann kannst du einfach das auch sagen, weil die wissen halt jetzt, dass der das gemacht hat. Die wissen, dass die tot sind und die wissen, dass wir ihn dann ein bisschen in die Mangel genommen haben und der Scheiß dann mehr oder weniger an der Ölplattform angeschwemmt wurde, so wie ich es gesagt habe. Alles klar. Na, das ist dann. Weiß Bescheid. Also die werden sich hier nochmal fragen, aber ich denke. Ja gut, wichtig ist halt, dass die jetzt, ne, was sagst du, so gut ist halt. Ist jetzt halt ein Abschluss, ist halt jetzt ein Abschluss. Genau, jetzt kommt er nochmal. Weil der E gestern abgehauen ist, ne, passt das einfach, ne, das genau. Schiss gehabt. Jetzt wird das halt nochmal über ein Verfahren geballert, weil ich jetzt schwere Körperverletzungen habe. Ja, und dann ist gut. Ich habe Erfahrung darin, Leute freizukaufen, ne, also. Ja, vielleicht solltest du das nicht machen, weil wenn erst die Scheißwichser und jetzt wir oder was. Ich sitze das einfach nur ab, ey, kannst du mal glauben, ey. Ja, alles klar. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, danke für die Info. Ja, weiß Bescheid. Bis dann. Alles klar. Ciao. Klar Schiff gemacht, wa? Klar Schiff. Richtig, weil du aber mit Tanaka auch nicht arbeiten kannst. Wie gesagt, übernimm den Bums. Oh, reden wir schon wieder von dem Schwitzigen oder was? Ja, nee. Na? Wir fahren eben ummelden, ja? Ja, alles klar, ich warte hier. Das Ding wird so gekauft. Ich zeig dir gleich, wo besseres Licht ist, ja? Ja, alles ist richtig gestört, das Ding. Ich kenne das. Bis gleich. Ja, das ist geil. Ey, wie gesagt, spielt die Karten aus. Ich würde es nicht anders machen. Ja, das ist unangenehm. Egal, wo du hinkommst, ey, immer nur stell den Logistik, Tanaka, bäh. Ja, genau. Schieb ihn einfach raus, Alter. Wirf ihn um und der rutscht dann auf seiner schwitzigen Stirn aus dem Tor. Und was will denn das Serien machen? Wenn du weg bist, gehen alle. Ja. Deswegen nützt die Machtposition aus und das ist gut. Ja. Meine Fresse. Dann läuft der Bums wahrscheinlich schon mal vernünftig. Da war letztlich die DTU da, ne? Eher permanent dazwischen gequatscht, ey. Ich gehe schon gar nicht mehr ran, wenn er mich anruft. Ja, das ich kann nicht, Alter. Ich krieg sofort nasse Hände. Ja, ich mag dich auch nicht mal nerven, weil, wie gesagt, er punkt ja permanent dazwischen, ne? Egal was du machst. Warum rufst du ihn an? Was willst du von ihm? Meine Fresse. Naja, wir werden mal gucken. Der soll mal auf Kur gehen oder so. Ja. Ja, nicht gucken, du musst das machen, wirklich. Ja, stell ihn jetzt morgen wieder da. Mal gucken, ja, ne? Morgen oder Samstag werden wir mit ihm reden. Definitiv. Naja. Ne? Ansonsten fährt die ganze Sache früher oder später richtig gegen Boom. Ja. Naja. Wer soll mal seine Shellpoint-App da machen und dann ist gut. Ja, das ist doch der größte Schwachsinn irgendwo. Ja, es ist schon geil, aber es ist unnötiges Fuck, wenn ich dich anrufen kann und sagen kann, gib mir bitte zwei Haxen, Arbeit. Und ich will doch nicht über so eine App bestellen. Das Einzige, was halt wirklich geil ist, ist halt, dass du siehst, was kostet und das dass du eine Auflistung hast. Genau, das Einzige ist, was du, dass du Firmen siehst, die wissen, wie das Angebot aussieht dann. Eben. Weißt du, das ist geil. Das ist richtig geil. Aber da musst du doch nicht hier durch die Gegend schieben, ja. Ja, selbst der Sono ist weg, ne? Den erreiche ich auch nicht mehr. Naja, der hat sein Werk getan und ist jetzt im Himmel. Ja. Naja. Aber wir haben eine schöne Terrasse hinten gekriegt. Habt ihr die schon gesehen? Nee, ne? Nee, bei Terrassen kriege ich sogar schwitzige Füße. Ja. Nee, gucken wir mal. Ja, das kriegen wir hin. Gut, ihr seid wunschlos glücklich, dann ist ja gut. Naja. Der Uwe freut sich morgen, dass er wieder Zucker hat. Ja, glaube ich.
Bier habt ihr auch noch genug? Euer Lastbier? Ja, klar. Ja, okay. Ja. Ja, müssen wir gucken, dass wir ein bisschen am Preis noch was machen. Das macht er ja auch alles, ne? Er verwaltet ja die Preise hoch, runter, rein, raus. Keine Ahnung. Ja, vor allem, der macht das ja nicht irgendwie, wo man sagt, gut, es lohnt sich, weil das, wie bei uns mit den Bikes, weißt du, dass wir da eine Balance versuchen zu finden, weißt du. Der macht das ja einfach so, wie er Bock hat. Wenn er zweimal am Tag Bock hat, einen Preis, sondern dann macht er das halt. Ja. Und das ergibt halt null Sinn teilweise. Naja. Das brauchen wir dir ja nicht erklären. Nee. Und dann immer diese dumme Angewohnheit, Tagesangebot oder Angebot, Nachfrage. Oh, da kriege ich Puls. Naja. Damit er mal ein paar vor die Fresse kriegt, ne? Und dann ist Ruhe. Ich brauche das mal. Naja, tupp dich ruhig aus. Mein okay hast du. Naja. Gut. Gut. Also, ich warte jetzt noch ein bisschen, will ja nicht auf den Sack gehen und dann. Gehst du uns doch nicht auf den Sack. Wenn was ist, ruft ihr an, meine Nummer habt ihr. Naja, klar. Okay, dann lasse ich euch mal. In Ruhe. Gut, hau rein. Hau rein, Mann. Jo, ciao, ciao. So, der Rest ist mit denen unterwegs, oder was? Ist Rex schon wieder irgendwo im Fickgericht? Ich hab keine Ahnung. Rex ist schon Ewigkeiten weg. Rex und Silver habe ich jetzt... Also bei Roxy weiß ich, die hat's hingelegt, aber was die... Bei Silver weiß ich's nicht und Ronny macht gerade Bike-Kram. Okay. Der meldet gerade ein Bike um, der kommt gleich wieder. Okay, es ist jetzt auf jeden Fall genauso gelaufen, wie ja gesprochen. Genauso. Okay. Alles rüber. Die haben das hier fressen. Und dann ist gut. Wie haben sie darauf reagiert, dass sie tot sind? Naja. Ich konnte das jetzt nicht so gut lesen. Die haben das halt alles so viel mitgeschrieben, weißt du? Hm. Als sie offiziell waren. Kriegst du eine Anzeige? Ja, ich muss vor Gericht wegen der Körperverletzung. Alles klar. Aber das ist ja... Mein, vielleicht, wenn die kreativ sind, sagen sie noch, ja, sie haben den ins Meer geschlagen. Wie so ein Wal, wie so ein Walboxsack oder so, keine Ahnung. Ja, Worst-Case-Szenario, das wird vielleicht schwere Körperverletzung oder sowas. Mhm. Aber ich habe jetzt zumindest klar gesagt, hier, der Gaswichser ist dafür verantwortlich. Und wir haben ihn dafür ordentlich rangenommen oder ich habe ihn dafür rangenommen. Und dann wurde er mehr oder weniger, naja, da nicht spült. Mhm. Auf dem Fluchtversuch oder so, keine Ahnung. Ich dachte, das sind Flut. Naja. Na gut, wenn die das gestuckt haben, ist cool. Wirklich. So viel besser hättest du es gar nicht lösen können. Ja, das sind halt zu viele losen Enden. Weißt du, wie oft wir die Cops hier gehabt hätten, Arthur? Ich wollte gerade sagen, die stochern natürlich weiter, ne? Naja. Deswegen. Ihr wisst alle, wo das passiert ist, damit ihr, falls ihr Fragen habt. Wir müssen noch klären, wo wir den eingesammelt haben. Ich habe gesagt, in so einer Wohnung. Naja, was heißt durch? Das heißt, wir haben den aus so einer Wohnung geschält. In der Wohnung, Vielleicht haben wir ihn abgefangen auf dem Weg in seine. Ja, auf dem Weg nach Hause, feiern und so. Ah ja. Und dann ist gut. Haben die jetzt noch was gesagt? Von wegen? Nee, alles perfekt. Gut. Ja. Was wollen Sie nur kurz nachfragen? Ne? War ja relativ. Die haben nach den Sisters gefragt, da habe ich gesagt, keine Ahnung, Sisters kommen nicht vor. Damit wir aus dem Schneider sind, wenn wir da nochmal was anfassen. Nicht, dass die irgendwie, dass das um unseren Mund mal hören, weißt du? So ein Ding. Das war mehr oder weniger so ein Ding. Das haben sie noch gefragt. Vince haben die nicht gefragt. Die haben aber auch nichts gesagt so. Und ich habe dem das jetzt noch gesagt, vielleicht kommen die nochmal auf ihn zu oder so, keine Ahnung. Das heißt, die wussten von den Sisters? Naja, irgendwie schon. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie. Ich habe jetzt auch nicht nachgefragt, weil das so... Weißt du, ich habe einfach gesagt, hat keine Ahnung, wieso. Okay. Wenn ich da zu viel mit irgendwelchen Dingen rumwerfe, Alter, dann sind die nur interessiert. Eben. Und vielleicht haben sie das ja auch von Jeff, der hat doch gesnitcht.
Nicht, dass er da in der Richtung irgendwas erzählt hat, keine Ahnung. Ja, ja. Ist im Endeffekt doch scheißegal, solange es geschluckt haben. Dex hat aber wohl irgendwie mit Spencer telefoniert. Da kann es auch herkommen. Oder so. Dex hat sehr viel mit Spencer telefoniert, ja. Ja, siehst du, dann... Dann ist das so, dann kommt es daher, aber ich habe jetzt gesagt, Adra ist nicht gefallen. Keine Ahnung. Und die andere Nummer, ist da irgendwas rausgekommen? Ach so, was meinst du? Da, wo du extra noch die Stützräder hingeliefert hast, weil sie ja das nicht hingekriegt haben. Ach so, haben sie hingekriegt. Alles offen, wissen sie Bescheid. Ich habe eben gerade auch gesagt, Gast und seine Bodyguard-Wichser haben das halt immer im getragen so. Und damit wissen die auch 1 und 1 ist 2. Und heute haben sie da Waffen gefunden. Was meinst du, was das knallt jetzt? Sehr schön. Oh. Müssen wir jetzt bloß noch den Zeitpunkt abfassen? Und die letzte erwischen. Eben. Und das bietet uns definitiv mehr Chance als das, was wir vor uns hatten. Genau, und jetzt haben wir die Zeitfenster. Jetzt rotieren die. Eben. Und die haben uns nicht auf dem Schirm, Alter. Die fühlen sich jetzt sicherer, sogar von wegen vorhin. Bin ich mal gespannt, ob von den Ruffs noch was kommt. Huh? Weil du weißt ja nicht, inwiefern, wie viel Gast denn erzählt hat über uns mit den Schrotflinten. Huh? Keine Ahnung, Alter. Wenn sie dann vielleicht versuchen, einen Schluss auf dem anderen zu ziehen, dann kommen sie ja im Endeffekt früher oder später eh bei uns raus. Der Drops ist gelutscht, Alter. Die können jetzt was auch immer behaupten, dass wir Schrotflinten machen. Die Cops haben die zuerst gefunden bei denen. Und die, ich habe diese Aussage gemacht. Und das heißt, egal was, wo die auf dem Finger jetzt zeigen, das ist vollkommen scheißegal. Jetzt sieht es halt nach einer Verzweiflungstat aus. Ja. Ja. Das passt ja, das ist ja alles fein. Ja, ja. Ja, mal sehen, was die Zeit bringt. Auf jeden Fall ist das erst erstmal durch. Naja. Vielleicht kommt bei dir auch gar nicht so viel, weil ich meine, du hast ja vieles jetzt aufdecken können, ha? Durch die Aktion. Na ja, klar. Daher würde ich mir da auch gar nicht mal so viel Kopf machen. Also ich weiß nicht, wie bei euch bist, aber ich würde halt gleich gerne nochmal los, ne? Also nett ist heute diese Rock Night, die sie mal versprochen haben. Ich würde da mal kurz 5 Minuten vorbeigucken. Na, dann lass uns da doch hin, oder? Ich weiß nicht, wo Silva ist. Ja, der hat mich gerade auch weggedrückt. Ich probiere es nochmal. Und dann zum Italiener. Ich habe irgendwie Hunger auf. Bella Italia. Ey. Aber nur wenn die Pizza haben. Sag mal, was treibt denn hier schon wieder? Oder so eine neue Pizzeria aufgemacht haben jetzt. Was hier auch Alter, treibt nicht gerade. Immer nur Burger wäre auch geil. Mhm. Was sind Bullen schikaniert? Was macht ihr? Ja, und Rex, hast du von dem was gehört? Ach, Rex ist auf ein Date. Ja, alles klar. Willst du mit? Weil wir wollen irgendwie das Masonette, also irgendwas mit Rocker Abend. Keine Ahnung, schieß mich tot. Ja, scheiße, wir wollten jetzt eigentlich relativ zeitnah los, ha? Huh? Ja, wir sollen ja nachkommen. Wenn er abhaut, ist er selber schuld. Ja, dann kommst du nach. Was hat er gemacht? Ja, es sind irgendeine polizeiliche Maßnahmen und die fuchteln schon wieder mit dem Taser vor dem. Oh mein Gott, warum haut der da auch alleine in der kleine Strolch? Naja. Also ein bisschen auf. Ja, anscheinend schon. Der mag Tasernadeln. Ich weiß nicht, ob man das schon als Fetisch einziehen kann. Naja.
sicher, dass das heute ist? Wenn sie mir den Support draußen, oder? Liz, hast du dich im Datum geirrt, Alter? Nee, eigentlich nicht. Na gut, vielleicht ist es nicht für jedermann. Okay. Dach hoch! Habt ihr offen? Nee, wir haben heute zu. Also, Liz kann schon wieder kein Datum lesen. Nee, das hattet ihr heute was geplant irgendwie? Nee, 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 da steht ganz groß und fett am 19. Ne? Ja. Oh, ey, Liz! Samstag mal eine Rockparty. Ey, die Frau hatte wirklich, also... Ich hoffe, ihr seid dann aber da, ne? Ich bin... ich wollte so oder so zu euch kommen und euch einladen. Bin ich ehrlich, ne? Ja, ja, willkommen. Das ist ja dann schon die auch Musik. Mal, ich merke mir das. Am 19. März. Mensch, Samstag. Das ist dieser Samstag. Ich merke mir das. Also ich weiß nicht, wie groß ich das denn noch da reinschreiben soll. Hey, wirklich. Ich hab's gesagt, ich bin gerade vom Bike abgestiegen und gesagt, bist du dir sicher? Ja, ja, ich hab sie gelesen. Ich habe Rock gelesen, habe ich aufgehört zu lesen. Hey. Perfekt. Nee, nee, Samstag aber. Und dann läuft mal ordentliche Musik. Das ist Liz, ja. Nicht so ungut, aber das ist wirklich groß. Ich habe nur Rock gelesen. Oh Mann. Alles klar. Liz, alles klar, dann sauf ich mich ins Koma. Bis dann. Ja, mach da viel Spaß. Ich will zum Italiener. Ich habe irgendwie Hunger auf Pizza. Ja, ich hau jetzt ab und hau mich hin, Alter. Jo. Ihr könnt ja noch zum Italiener fahren. Ja, ich hole bloß noch meine Karre gleich ab hier und dann ist Fahrrad. Ja. Ja, mir vorhin Pizza essen. Mein Gott, beruhig dich. Nicht, dass du schon wieder Puls kriegst. Naja. Naja, klar. So, ich fahr zurück zum Club und hau mich hin. Bis morgen, wa? Bis morgen. Bis morgen. Bis dann. Perfekt, Digga. So, jetzt ist alles durch. Ich denke mal, jetzt kann jeder, weiß jeder, wo wie was ist. Gibt keine komische, tote Ermittlungsarbeit, weil das auch super nervig ist für Polizisten. Ja, ich denke mal, ist okay, ja. Ich denke mal, das ist okay. Ich muss dann wahrscheinlich nochmal in den Knast, weil ich dem aufs Maul gehauen habe. So, Emote Only kann raus, wenn Bund Mod da ist. Ansonsten muss ich da selber reintippen jetzt. Muss ich selber reintippen? Gut. So. There you go. Okay. Huh. Körper. Perfekt, Digga. Damit ist es abgeschlossen. Das Szenario ist mehr oder weniger durch. Die beteiligten Kräfte haben ein Ende, mit dem sie was anfangen können, denke ich. Und wir können weitermachen. Ja. So. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die ganzen Subs und Resubs heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns morgen. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Und jetzt muss ich hier nochmal meine Rock-Playlist anmachen.